Das ist der Brooks Ghost 11, die 11. Version des Dämpfungsschuh-Klassikers von Brooks, der eine riesige Fangemeinde hat. Der Brooks Ghost ist in den vergangenen Jahren auch von der Runner's World Redaktion international schon mehrfach ausgezeichnet worden, war unter anderem Editor's Choice of the Year bei der Wahl der internationalen Runner's World Testredakteure. Das heißt, der Schuh ist mit allerhöchsten Weihen bereits ausgezeichnet worden. In der 11. Version fällt jetzt auf, dass vor allen Dingen sich das Obermaterial geändert hat. Es ist, wie wir im Test so sagen, aus einem Guss und tatsächlich sieht man auch, dass es in einem Produktionsvorgang hergestellt wurde, was den Vorteil hat, es gibt so gut wie keine Nähte mehr, die am Fuß sitzen, die auf der Haut reiben können, die Blasen verursachen können. Merkt man auch spürbar beim Tragen des Schuhs. Plus, das Obermaterial ist etwas atmungsfreudiger geworden, etwas atmungsaktiver, es kommt mehr Luft an den Fuß, der Schuh ist nicht mehr so warm. Das steigert den sehr hohen Alltagsnutzen des Schuhs, denn die Dämpfungscharakteristik der Sohle ist gleich geblieben, auf gleich hohem Niveau, ein super komfortabler, durchaus auch etwas stabilitätgebender Dämpfungsschuh. Was nach wie vor auch geblieben ist, sieht man hier sehr schön, wenn man sich die Sohle ansieht, die Leistenform des Ghost ist relativ gerade. Das heißt in der Praxis, dass die Läufer eher mit dem Schuh klarkommen, die über die Ferse abrollen, die also den ersten Aufsatzpunkt beim Landen des Fußes hier an der Ferse haben und dann mit dem ganzen Fuß abrollen, im Gegensatz zu den Läufern, die vielleicht Mittelfußläufer sind und mit dem Mittelfußbereich zuerst aufsetzen. Also nach wie vor eine absolute Empfehlung der Brooks Ghost 11.